Hochgeehrte Herrschaften, ich bin der berühmte Eisenbart, von dem soeben gesungen wurde. Anno 1663 wurde ich hier in Oberfichtach geboren und am 27. März gleich dort drüben in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer auf den Namen Johann Andreas getauft. Als ich 10 Jahre alt war, starb mein Vater und dann musste ich Oberfichtach auch schon wieder verlassen. Ich ging zu meinem Schwager Alexander Biller nach Bamberg und von ihm erlernte ich das Handwerk eines Okulisten, Bruch- und Steinschneider. Später habe ich dann mit meiner Familie in Altenburg und in Magdeburg gewohnt. Von dort aus bin ich dann als fahrender Chirurgus und Wanderarzt auf Reisen gegangen mit einem Tross von über 100 Menschen. Alle deutschen und welschen Lande habe ich bereist. In mehr als 100 Orten kann man mein Wirken heute noch nachweisen. Am 11. November 1727 bin ich dann in Hannover-Schmünden verstorben. Dort bin ich auch begraben worden und noch heute kann man dort meinen Grabstein besichtigen. Ich wäre wohl in Vergessenheit geraten. Hätte es nicht jene Göttinger Studenten gegeben, die lange nach meinem Tod, so um 1800, ein Spottlied auf mich gedichtet haben, das mich schon arg in Verruf brachte. Aber den Oberfichtacher Eisenbahnforschern verdanke ich es, dass man sich heute auch meiner erinnert, wie ich wirklich war. Hier im Museum ist immer viel los. Es gibt ein breit gefächertes museumspädagogisches Angebot, vor allem in der Partnerschaft mit Schulen und Kindergärten. Außerdem ein facettenreiches und buntes Kulturprogramm hier im angegliederten Kulturzentrum in der Marktmühle. Das Museumsprofil wird außerdem durch zahlreiche Publikationen und eine Webseite abgerundet. Geführt wird das Museum ehrenamtlich. Dazu wurde im Jahre 2004 eigens der Museumsverein ins Leben gerufen. Folgen Sie mir nun auf einem Rundgang durch das Museum und überzeugen Sie sich von der fabelhaften, modernen Ausgestaltung. In der Abteilung Gold erfährt man viel über den Goldabbau draußen in der Umgebung des ehemaligen Weilers Gütting in der Langau. Aber es gibt auch Informationen zur Mineralogie und zur Technik des Goldabbaus. Ganz besondere Attraktion hier im Raum ist der Nachbau des Güttinglochs. Und ich habe gehört, unten im Keller soll es sogar einen richtigen Goldstollen geben. Rund 8 Kilometer von hier, draußen beim wirklichen Güttingloch, wurde ein eigener Goldlehrpfad errichtet. Sein Infostand ist der Ausgangspunkt für die Expeditionen zum Goldwaschen an den historischen Plätzen. Ein ganz besonderes Erlebnis für unsere Gäste und besonders die Kinder mögen das sehr gern. Das Herzstück des Museums ist natürlich die Abteilung Dr. Eisenbart. Hier oben im ersten Stock erfahren die Besucher viel über die Zeit, in der ich lebte, über den Berufsstand der Handwerkschirurgen und Wanderärzte, aber selbstverständlich auch über mein Leben, meine Tätigkeiten als Operateur und Arzneimittelhersteller und vor allem auch meine Fähigkeiten. Ein ganz besonderes Talent hatte ich für den Starrstich. Es hat auf die Leute meiner Zeit wie ein Wunder gewirkt, wenn ich auf diese Weise Blinde wieder sehend gemacht habe. Es wird allerdings auch nicht verschwiegen, in welch schlechtes Licht mich jenes Spottlied rückte, das meinen Namen bis heute am Leben erhalten hat und welcher Mühen es bedurft hat, mich
und mein wahres Können zu rehabilitieren. Umso mehr freut es mich, dass ich hier in meiner Heimatstadt und im Museum so viel Würdigung erfahre. Es gibt einen eigenen Arbeitskreis Dr. Eisenbart International. Es gibt ein Festspiel über mein Leben. Und es gibt einen Weltsippenverband, in dem sich die Träger meines Namens Eisenbart zusammengefunden haben. Es ist schon eine faszinierende Angelegenheit, diese Hinterglasmalerei. Die Maler brauchten ja fast so viel Fingerspitzengefühl wie ich bei meinen diffizilen Operationen. Ihnen ist diese Abteilung gewidmet, den Hinterglasmalern der Winkler Schule. Das waren die Malerfamilien Roth, Ruff und Wellenhofer. Sie haben von Mitte des 18. bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Vielzahl an Werken produziert. Ihre Motive kamen vor allem aus dem religiösen und landwirtschaftlichen Bereich. Und hier, gleich nebenan, erfährt man so einiges über die Burghaus Murrach und meine Heimatstadt Oberfichtach. Ja, ich kann mich erinnern. So sah das aus zu meiner Zeit. Ah, da ist auch mein Geburtshaus. Dieses Modell hat übrigens mein Arztkollege Dr. Josef Hasenbach nach dem Merianstich von 1644 gebaut. Ja, und dieses Chorgestühl, das stand drüben in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer. Darin haben dann die Pfleger vom Haus Murrach der Sonntagsmesse beigewohnt. Ja, hier erfährt man noch so einiges andere über manch bedeutsamen Bürger dieser Stadt. Die Dr. Max und Margret Schwarz Stiftung. Ja, Dr. Schwarz war wahrlich auch ein ganz besonderer Sohn der Stadt Oberfichtach. Als Sohn des Postexpeditors Johann Schwarz 1889 geboren. Er war ein sehr gebildeter und am Ende auch wohlhabender Mann. Sein Arbeitszimmer hat man ihm hier nachgebaut. Seine Frau und er haben der Stadt Oberfichtach in Form einer Stiftung mit ihrem Namen ein Millionenvermögen vermacht. Ja, und die Erträge dieser Stiftung werden jährlich in soziale Zwecke investiert. Viel Gutes konnte damit schon getan werden. Die Testamentsvollstreckerin Frau Erika Odemer ist mittlerweile Ehrenbürgerin der Stadt Oberfichtach und selbstverständlich auch Ehrenmitglied im Museumsverein. Donauschreiner Christoph, Balzerschreiner, Kobeider, Max Müllner, Felix, ja, die Namen kenne ich auch noch. Das sind die Hausnamen in Oberfichtach. Die gab es zu meiner Zeit schon. Ja, das ist schon ein innovatives Konzept hier. Handwerk, Hausnamen und den heimatlichen Dialekt in einem Raum, in einer Ausstellung so zusammenzubringen. Wer hier das klassische Heimatmuseum erwartet, der wird sich ganz schön wundern. Das ist in seiner Art wohl einzigartig in Bayern, würde ich sagen. Es ist spannend, hier dem Hoggelmichl zuzusehen, wie er einen Schuh fertigt und das in seinem eigenen Idiom erklärt. Und dieser Schuh wird dann Teil der Ausstellung. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt, was man hier im Haus geschaffen hat. Das ist wahrlich ein Ort, an dem Geschichte und Geschichten wieder lebendig werden. Wir sind am Ende unseres Rundgangs durch das Museum angelangt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Begleitung.